Mein Name ist Armin Alic, ich bin der Bassist der Henrik Freischlader Band und des Royal Street Orchestra. Das heutige Thema heißt Odd-Time Signatures, das heißt die krummen oder ungeraden Takte. Das ist ja so ein Thema, wo ich oft das Gefühl habe, dass es für sehr viele Leute unheimlich mysteriös, obwohl es das eigentlich gar nicht ist und nämlich im Grunde ziemlich simpel, wenn man es einmal begriffen hat. Der Schlüssel zum Verständnis der Angelegenheit ist eine Unterteilung der Noten, die sich in der Achtelebene befinden, in zwei Teile, sprich am Beispiel eines 5/8-Takts würde man die 5/8 in 3 und 2 unterteilen. Das bedeutet also 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Das folgende Beispiel präsentiert das ein bisschen, indem wir einen 5/8-Groove spielen und ich dann erstmal nur auf die Kickdrums spiele und das dann im Folgenden so ein wenig ausbaue. Beim 7/8-Takt arbeiten wir wieder mit der Unterteilung und unterteilen die 7/8 in 3, 2 und 2. Sprich 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Erneut spielen wir einen 7/8-Groove als Beispiel und wie eben schon spiele ich erstmal sehr simpel nur auf die Kickdrums und baue es dann im Folgenden ein wenig aus. Auch beim 9/8-Takt ist es wieder dasselbe Prinzip. Wir unterteilen die 9/8 in 2, 2, 2 und 3. Ergibt insgesamt 9 und sieht so aus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Erneut ein musikalisches Beispiel nach demselben Prinzip. Erstmal nur auf die Kickdrums gespielt, der Bass, und dann im Folgenden ein wenig mehr. Das waren jetzt drei Beispiele für ungerade Takte. Grundsätzlich könnt ihr aber diese Unterteilungsmethode auf alle ungeraden Takte anwenden. Und vergesst nicht, es ist eigentlich gar nicht kompliziert und fühlt es vor allem, anstatt zu viel zu zählen, darüber nachzudenken. Dann funktioniert das bestimmt. Peace.